Kapitel 9, Punkt 4. Satan gibt sich als Allah aus. Es besteht kein Zweifel, dass viele unter den Sufis, die behaupteten, Allah gesehen zu haben, tatsächlich etwas gesehen haben. Sie beschreiben oft spektakuläre Visionen des Lichtes. Jedoch zeigt die Tatsache, dass viele Sufis oft grundlegende Handlungen des Islam unterlassen, nachdem sie solche Visionen gesehen haben, dass das, womit sie in Kontakt kamen, satanisch und nicht göttlich ist. Jene, die verkünden, dass sie Gott gesehen haben, behaupten oft, dass sie nicht mehr regelmäßig beten und fasten müssten, so wie es die Allgemeinheit macht, weil sie geistig über die Ebene der Massen erhoben wurden. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, der von 1077 bis 1166 nach Christus lebte, nachdem man die Sufi-Bruderschaft der Qadariya benannte, berichtete ein Ereignis, das er einst erlebte. Es beinhaltet sowohl eine Erklärung für die Visionen jener, die behaupten, Allah gesehen zu haben, als auch eine Darlegung des Grundes, warum sie oft nach solchen Visionen grundlegende islamische Pflichten unterlassen. Eines Tages, sagte er, war ich tiefsinnig mit der Anbetung meines Herrn beschäftigt, als ich plötzlich einen gewaltigen Thron sah, der von einem außergewöhnlichen Licht umgeben war. Eine donnernde Stimme beeindruckte meine Ohren. O Abdul Qadir, ich bin dein Herr. Ich habe dir erlaubt, was ich für andere verboten habe. Abdul Qadir fragte, bist du Allah, neben dem kein anbetungswürdiger Gott vorhanden ist? Als es keine Antwort gab, sagte er, verschwinde, du Feind Allahs. Und somit verschwand das Licht und Dunkelheit füllte sich. Die Stimme sagte dann, Abdul Qadir, du warst erfolgreich in der Abwendung meiner Strategie, und zwar aufgrund deiner Einsicht in der Religion und deines Wissens. Durch solche Vorkommnisse habe ich erfolgreich 70 rechtschaffene Diener irregeführt. Im Nachhinein fragten die Leute Abdul Qadir, wie er begriffen habe, dass es Satan war. Er antwortete, ich erkannte durch seine Behauptung, Allah hätte mir erlaubt, was er anderen verboten hat, dass er Satan war, denn ich wusste, dass das göttliche Gesetz, welches dem Propheten offenbart wurde, weder ungültig gemacht noch verändert werden konnte. Ebenso begriff ich, wer er war, als Satan kundgab, dass er mein Herr sei, jedoch nicht in der Lage war zu bestätigen, dass er Allah sei, der keinen Partner hat. Auf ähnliche Weise überlieferten manche Leute in der Vergangenheit, dass sie die Kaaba gesehen und sie in einer Vision umkreist hätten. Andere berichteten, dass ein großer Thron vor ihnen ausgebreitet wurde, auf dem ein schönes Wesen saß und eine große Anzahl Männer um ihn herum auf- und abstiegen. Sie dachten, die Männer seien Engel und das herrliche Wesen wäre Allah, der Erhöhte und Ruhmreiche. Aber in Wirklichkeit waren es Satan und seine Anhänger. Deswegen kann angenommen werden, dass die Behauptungen, Allah gesehen zu haben, sei es im Traum oder bei helllichtem Tag, auf satanische, psychologische und emotionale Umstände zurückgeführt werden können. In diesen Umständen nimmt Satan herrliche Lichtformen an und behauptet gegenüber jenen, die diese Erfahrung machen, ihr Herr zu sein. Wegen ihrer Unwissenheit vom reinen Tauhid nehmen sie solche Behauptungen an und gehen dabei irre.